Der Katastrophenschutz des Landes Brandenburg bezog gestern Abend an den Cottbuser Messehallen Stellung. Denn der ein oder andere sollte von den hier Einlassbegehrenden seine Hilfe in Anspruch nehmen. Es wartete nämlich ein hartes Programm auf diese weichen Seelen, Modern Talking. Nun werden sich Nicht-Eingeweihte mit Englischkenntnissen fragen, was ein modernes Gespräch mit Katastrophenschutz zu tun hat. Nicht viel, so viel vorab. Das deutsche Popduo der 80er Jahre war gestern in der Lausitz-Metropole ein Stopp auf der noch jungen Tournee. Thomas Anders und Dieter Bohlen, die wohl in diesem Jahr das spektakulärste Comeback starteten, begeisterten die 3700 Fans mit vornehmlich alten Songs, die in Bohlen-Manier aufpoliert wurden. Trotz Halbplayback und schlechter Tonaussteuerung heizten sie mit ihrem Aufmacher You're My Heart, You're My Soul ihrem Publikum so dermaßen ein, dass sogar dem neutralen Betrachter eine Gänsehaut wuchs, die allerdings nach 10 Minuten lange wieder verschwunden war. Der Einheitstakt und die immer wiederkehrende Kastratenstimme Bohlens im Refrain der Modern Talking Oldies änderte allerdings nichts an der Stimmung im Saal, die nahezu explosionsartig dieses Konzert verzierte und insgesamt 7 eiserne Fans aus den Latschen kippen ließ, so die Angaben des Katastrophenschutzes. Das Popduo, das zwischen 1984 und 87 weltweit mehr als 60 Millionen Platten verkaufen konnten, trennte sich vor 12 Jahren aufgrund persönlicher Differenzen. Diese scheinen beseitigt, denn hinter der Bühne, so verriet der Veranstalter, die Cottbuser Agentur Kleitz und Wirth, sind Thomas und Dieter ein Herz und eine Seele. Na fein, das hieße ja, dass die beiden noch einige Zeit zu sehen sein werden, sehr zur Freude der Fans. Eins steht allerdings fest und diese Bemerkung muss dem neutralen und einst Modern Talking Fan gestattet sein, dieses Gesangsensemble ist und bleibt Geschmackssache.